Was ist? 5 Creeper! Du, Alter, erschreck mich nicht noch einmal so. Ich dachte schon, du bist tot, ey. Schleck. So, hallo Leute, hier sind wir wieder bei diesem wunderschönen Projekt. Und wenn du doch, ohne Scheiß, ey, ich kill dich, wenn du dieses Geräusch machst. Nein! Okay. Ja, herzlich willkommen zu Shuggy. Shuggy Star. Wir müssen noch warten. Ja, 3, 2, 1, let's go. Okay, warte. Okay, also wir haben, glaube ich, schon letztes Jahr hier. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe Fackeln. Guck mal, hier warte. Wir werden hier, glaube ich, echt nichts mehr finden an geilem Stuff, an Diamanten oder so. Wir müssen hier einfach irgendwo hin nach unten. Welche Höhe ist denn das? Wir sind hier eh auf Höhe 35. Wir haben hier eh nichts gefunden. Ja, dann komm, hier geht's eh noch mal weiter runter. Ich meine, Entschuldigung, ich habe einen Emerald gefunden. Voll geil, ey. Der bringt voll viel. Oh yeah. Ohne Scheiß, hier war schon jemand, der wird wahrscheinlich schon alle Diamanten genommen haben, weil hier geht's auch weiter. Ich habe einen Emerald, Digga. Ja, wunderbar. Ja, was? Bloody Cave. Wow, ich glaube, hier war noch keiner. Bloody Cave? Ja, wir sind aber nicht im Bloody Cave. Yo! Yo! Bloody Cave war auch halt leider nicht so das geile Projekt, wie ich eigentlich dachte. Ich hätte ihn jetzt auch nochmal runter. Was ist denn hier schönes? Ich versuche hier mal die Monster von dir fernzuhalten, ne? Hast du noch Holz bei dir? 3 Stück, ja. Das ist blöd, ne? Holz wird knapp, ne? Ich kann jetzt nämlich auch keine Fackeln mehr machen. Das ist scheiße. Hä? Lol. Ah, jetzt ist es... Hat's wieder geleckt. Jo. Mein lieber Freund. Okay. Jetzt sind wir auf der Höhe 26. Ja komm, dann lass uns so tief wie möglich gehen. Dann strip meinen wir halt wirklich, weil... Ja, jo. Ich habe keinen Bock mehr, eine neue Höhle zu suchen, weil hier... Oh, hier ist wieder ein Emerald. Pass auf. Ja, ja. Fast. Was ist denn? Ja, hier hätten dich fast das jemand ins Dingens... Du hast Wasser einmal. Benutzt dann einfach... Hier ist aber auch voll die geile Schlucht. Warte, ich nehme den Emerald hier auch noch mit. Ich nehme das Gold mit, ne? Oh, da waren... Warte, die Lava will ich mitnehmen. Mann, ich will die Lava. Ja, nimm auf jeden Fall Gold mitnehmen. Nur OP-Gold, Apfelkante und so den Arsch retten. So, jetzt habe ich auch einen Lava-Eimer, perfekt. Ja, guck mal, jetzt kommen wir hier kommen wir runter. Hier ist eine Schlucht. Hier sind hundertprozentig Diamanten. Hier war aber hundertprozentig schon jemand. Hier sind überall Fackeln, guck doch mal. Nee, hier ist keine Fackel. Oh, oder? Hier unten. Warte, da oben ist auch nochmal Gold. Aber diese scheiß Skelette, die kotzen mich so an. Hinter dir ist auch noch ein Skelett, habe ich auch. Noch ein Skelett. Fackeln. Pass auf, dann mache ich jetzt mit meinem Holz nochmal Fackeln und du hebst deins auf, okay? Oh, hier sind Marcel, zwei Creeper, ja. Was denn? Heb so, bitte dein. Ich hab Redstone. Brauchen wir Redstone? Für ein bisschen schon. Für irgendwas. Soll ich die Fackeln hinter dir aufheben oder was? Nee, um Gottes Willen. Das ist scheiße. Warte, ich höre hier einen Lavasee. Also die Höhe ist langsam in Wahrscheinlichkeit relativ gut, dass wir Diamanten sehen. Die Höhe ist doch jetzt perfekt. 14 ist eigentlich relativ in Ordnung, ja. 13, 14 ist. Ich gehe nochmal Richtung. Ich bin nochmal Richtung Schlucht gegangen und gehe nochmal in die andere Richtung, wo du eben warst. Ja, ich grab mich gerade mal zu dem Lavasee, den ich hier höre. Was ist? 5 Creeper! Du, Alter, erschreck mich nicht noch einmal so. Ich dachte schon, du bist tot, ey. Schleck. Echt jetzt? Nein. Aber die zwei Creeper hier. Ey. Die zwei Creeper nerven mich so. Zwei sind down und da sind noch drei. Ohne Scheiß, Marcel, wenn du es noch einmal so erschreckst. Und ich denke, dass du mir in die Lava gefallen bist oder so. Oh, ich hab nochmal Gold gefunden, sehr schön. Ganz ehrlich, ohne Scheiß, wenn wir hier nicht gleich Diamanten finden, lass uns einfach Strip-Minern, dann finden wir bestimmt relativ schnell welche, oder? Jo. Gut. So, ich bin jetzt schon Level 10 so, fast. Irgendwas muss ich rauswerfen, so. Nein, ich will Gold. Gold. So. Wie also, viel Gold hast du? Ich hab mein Eisenschwert gleich schon geschrottet, gegen so viel Monster kämpfe ich hier gerade. Ich hab noch eins für dich, glaube ich, ja. Okay. Ich hab noch eins für dich. Ja, und das Problem ist halt nur das Holz bei uns. Aber erzähl mal, wie viel Gold hast du denn jetzt? Ich hab 2. Ich hab 6, das heißt schon mal ein Goldapfel. Auch normale Goldäpfel. Ich habe noch mehr Gold gefunden. Okay. Jo, ich habe noch mal 2 gefunden. Einfach die magische Wirkung des Goldes unterschätzt. Nicht, dass wir uns verlieren, ne? Ich bin immer noch in diesem Gang, den ich angefangen hatte zu graben. Ich strip mal jetzt einfach, YOLO. Ja, okay, ich renne dir hinterher. Ich komme jetzt zu dir. Das wird mir ein bisschen zu komisch, wenn ich zu weit weg bin. Ich habe keinen Bock, mich nach Koordinaten zu graben oder so. Ja, gut. Du kannst ja mal Löcher nach links und rechts graben und gucken, jo, ob mach du ich. Diamanten findest. Dann grab ich mich, aus und du gräbst immer die Löcher, okay? Theoretisch müssen wir aber noch so 2 nach links und 2 nach unten. Oh ja, machen wir das halt. Ab jetzt. So.
Oh Mann, und hast du noch eine Real-Life-Story? Wie viele Wohnungen hast du schon so besichtigt? Ich glaube, bis ich die ich hier gefunden hatte, waren es 4 Stück insgesamt, ja. Die war halt auch echt irgendwie so ein Glücksgriff, ehrlich gesagt. Ich habe schon fast, ich weiß nicht mehr, es gibt doch dieses, wie heißt es, Immobilien-Scout, ne? Ja, Immobilien-Scout, 305. Weißt du, was mich richtig abfuckt? Die meisten, die inserieren halt immer über Makler. Und ich komme halt darauf nicht klar, weil ich habe keinen Bock irgendwie bei einer Wohnung, wo ich 200€ im Monat Miete bezahle, dann irgendwie Maklergebühren zu bezahlen. Was soll das denn, ne? Ich meine, okay. Wie ich denn hier... Ich sehe das halt irgendwie nicht ein. Vor allem, was mich halt richtig abfuckt ist, warum stellen... Ich verstehe sowieso den Sinn von Immobilienmaklern nicht. Ich hoffe, hier fühlt sich jetzt keiner angegriffen oder so, aber ich verstehe den Sinn von denen echt. Ich meine, es kann doch jeder gesunde Mensch mit gesundem Menschenverstand... Also, ist es klar, dass wahrscheinlich so große Wohnen... Keine Ahnung, wie nennt sich das... Wenn jetzt irgend so ein Boss so ein fettes Wohnhaus gehört mit so 100 Parteien oder so, keine Ahnung, dann macht es für mich ja schon Sinn, dass man dann Makler hat oder so, um sich die Arbeit abzunehmen. Aber ich meine, wenn man jetzt so als normaler Mensch 1-2 Wohnungen hat, die man vermietet, dann kann man doch auch, ich weiß, die haben dann wahrscheinlich sowieso genug Geld und denen ist es dann auch scheißegal, weil die ja eh nichts für den Makler bezahlen und die wollen sich halt wahrscheinlich einfach die Arbeit ersparen, aber ohne Scheiß, man kann doch deinen PC anmachen und in so ein Scheißportal eine fucking Wohnung inserieren. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das nicht. Naja, und das war halt echt ein Glücksgriff, weil ich habe jetzt eigentlich immer Wohnungen ohne Makler gesucht und ja, hier war halt vorher ein Student und die ist eigentlich perfekt, so wie die okay. Hier jetzt ist, ja. Ansonsten hatte ich auch noch so eine richtig geile, das war, wie sich später rausgestellt hat, weil ich die Stadt hier halt noch nicht so gut kannte, wo ich jetzt wohne. Das war halt so ein Assi-Viertel, war auch richtig awesome, ne? Die Wohnung so im Internet perfekt mit Bildern, alles sah so richtig geil aus. Ich habe noch einen Emerald gefunden. Okay, super. Das der ist Hammer. Toll. Das sah halt wirklich im Internet aus. Lass mal richtig, zwei parallele Gänge machen. Ja, mach mir das doch. Okay. Ich bin jetzt links. Das sah halt alles so richtig geil aus, ne? Und als ich die dann besichtigt habe, sah es halt einfach so schäbig aus. Irgendwie so ein richtig voll gefleckter Teppich mit braunen Flecken und so. Das hört sich doch echt lecker an. Die Wohnung hat irgendwie gestunken und die Dusche war irgendwie... Die sah auf dem Bild richtig modern aus, aber die einfach so richtig für den Arsch. Vielleicht war das gar nicht die Wohnung, die im Internet war. Doch, das war definitiv die. Das war halt einfach, das wurde halt einfach so alles aufgenommen. Sie sind halt die Tricks der Makler. Weil das, genau, das war die einzige Wohnung, die ich mit einem Makler besichtigt hatte, hier war ist halt ein genau Lavasee. Die. Ich habe einen Lavasee gefunden. Dann flute den auf jeden Fall. Ich habe kein Holz mehr und ich bräuchte gleich was für eine Eisenspitzhacke oder so. Hier geht's ziemlich hoch nach oben, also das war's jetzt schon. Ohne Scheiß, wenn du jetzt keine Diamanten finden kannst, hast du noch mich Holz? Jetzt hier rum. Ich Junge, habe ich nur Holz noch für eine Spitzhacke. Nee, ich habe nur noch ein Holz. Keine Sticks mehr. Nope. Warum hast du keine Sticks mehr? Ich hab dich vorhin noch extra gefragt und hast gesagt, du hast 3 Holz. Oh ja, aber ich hab mir Fackeln gemacht. Auf, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben und suchen okay. Uns was anderes. Ich meine, wir sind voll ausgerüstet mit unserem Skill, bekommen wir eh alle down, ne? So, YOLO. voll selbstüberheblich und so. Hä? Gar nicht. Nee, gar nicht. Ne? Was ist überheblich? kannst du das Eisen hier noch abbauen? Weil ich habe auch gar kein Eisen mehr im Inventar. Ja, doch, 10 Stück. Ich habe 27 Eisen. Du brauchtest doch ein Schwert, sagtest du. Nö, mittlerweile, es geht noch. Aber ich höre hier doch einen Lavasee, bau dich mal zu dem, ich höre hier irgendwo einen. Ja, dann hast du einfach ein Billig-Headset. Nein, hier ist ein Lavasee. Warte, sag mal ruhig. Der ist in die Richtung. Stimmt. Ich habe auch irgendwie das dumpfe Gefühl, der ist über uns. So! Stell dir vor, das wäre jetzt von oben gekommen, ohne Witz. Dann wärst du ertrunken und verbrannt. Doch voll geil, oder? Also entweder ist der über uns oder unter uns. Oder das ist einfach nur so ein Phänomen. Nee. Da ist einer. Ja, sag dich doch. Ich höre doch die ganze Zeit einen. Deine diesmal gewinnt deine Paranoia nicht. Ich gar nichts. Das ist voll scheiße. Ich habe noch eine Steinspitzhacke. Die ist aber auch gleich im Arsch. Super. Dann entweder findest du den Lavasee. Mann, diese hässlichen Viecher! Ohne Scheiß, hier irgendwo ist doch bestimmt ein End, oder? Diese hässlichen. Wie kommst du auf das scheiß End? Weil die Viecher doch nur in der Nähe vom End sind, oder? Ach, du meinst diese Kellerassel-Dinger? Ja! Das weiß ich nicht. Okay, der Lavasee ist unter uns. Ohne Scheiß, wenn wir uns jetzt da hingraben, das würde so passen, wenn da ein End wäre. So mitten im Lavasee? Stell dir mal vor. Nein, aber im End ist doch, glaube ich, auch Lava unter diesem Portal, oder? Nee. Doch. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Lava ist oder sowas in der Art.
Aber im End ist, glaube ich, in diesem Portalraum ist auf jeden Fall irgendwo Lava, da bin ich mir sicher. Stell mal vor, wir finden hier echt einfach ein End. Wie awesome das wäre. Das ist, glaube ich, rechts von uns. Nee, ich habe hier nur das Gold mitgenommen. Und jetzt ist meine Spitzhacke auch im Arsch. Gut, ja, super. Jetzt können wir nach oben. Dann machen wir uns... Ach, wir können uns keine... Ach, scheiße, wir gehen hier mal... Ich habe eine Workbench. Definitiv. Ja, aber... Ich, nein, wir brauchen Holz für Sticks, so. Wir sollten uns halt irgendwie merken, wo das war, weil ich glaube, das könnte schon ziemlich awesome werden. Ich kann uns einen Waypoint machen. Ja, kannst du... Hast du eine Minimap drin? Nein. Ist aber verboten, Marcel. Oh, ups. Ich hab... Oh, jetzt ist hier ist ein Waypoint aus... Oh, sorry. Kann ich, oh, mich, Mensch, kann ich mich nicht auch noch dahin teleportieren? Dann mach doch mal die Cave-Map an. Oh, Mann. Rise Minimap enable. Wie sollen wir jetzt hier nach oben kommen, ey? Das dauert, das wird so scheiße lange dauern. Nein, wir müssen eigentlich nur auf einer anderen Seite. Da ist noch Gold sogar. Stirb. Hallo, wir brauchen Holz. Ja, wir müssen... Au. Ja, warte, komm mit. Wir müssen... Dein fucking Ernst? Was denn? Bau gerne Leute zu. So. Ja, habe ich auch schon bei Bloody Cave gesehen, bei dir und Vincent. Hä? Oh, hier geht's auch nochmal runter. Wo gehst du hin? Oh, da war auch schon... Wow, scheiße. Ich glaube, ich werde sterben. Nein, ja? Werde ich nicht. Nein, nein, nein. Aber da geht's auch nochmal lang. Oh Mann, wir sollten einfach... Pass auf, wir gehen jetzt an die Oberfläche und nehmen erstmal so ein Stack Holz für jeden mit, okay? Ja, aber ich... So, wo bist du denn jetzt? Ich bin du weißt, hier. Du findest nicht mehr nach oben. Doch, ich... Nein, da, warte. Da geht's nach oben. Geh weg, ich baue ab. Ach, du hast noch eine Spitzhacke? Ja, aber die geht auch gleich den Geist auf. Okay. So, warte, dann war das hier lang. Mhm. Guck mal, da geht's auch noch hoch. Mhm. Das ist einfach so die Zeitverschwendung, was wir gerade machen. Ja, aber wir haben keine Spitzhacke, um uns nach oben zu graben. Ja, und ich hab dich doch gefragt, ob du Holz hast, du Mongol. Ja, drei Stück. Was hast du damit gemacht? Hör, Fackeln? Ja. So ein Spaß, ich hab doch sogar noch extra gesagt, ich benutze jetzt meine letzten Zoll, um Fackeln zu machen. Mann. Da ist nur ein Zombie. Aber immerhin ist schon alles ausgeleuchtet. Von hier aus sind wir doch niemals gekommen. Nee, wir sind aber so einen Gang gegangen, wo halt diese drei Dinger waren. Pass auf, da vorne habe ich irgendwo Feuer gemacht, um hier ein bisschen zu beleuchten. So, dann... Wie hoch sind wir denn? Ach, 44, sagen Scheiß. Hier geht's nach oben. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Sind wir nicht? Ja, hier sind wir gekommen. Ja. Nein. Doch, hier waren wir auf jeden Fall. Ja, hier, warte. Hinten. Hier haben wir die drei Dinger abgebaut. Wir sind von hier gekommen. Hier. Ja, sehr schön. Da dann haben wir es doch. Da gleich. Ist doch. Ja, nachher finden wir nicht wieder runter. Essen, doch, wenn wir eh auch schon oben sind, können wir auch gleich Essen mitbringen. Ich habe so viel Essen. Ich habe 6 Steaks noch, 19 Rattenflash. Lass uns so für die Höhlen, lass uns einfach Pilze mitnehmen. Da war halt so ein geiles Biom mit den Pilzen. Ich habe auch noch 8 Knochen für. Hier, ich bin raus. Okay, sehr schön. Dann lass uns hier. Let the farming begin. Oh, 2 Endermänner. Und 2 Creeper, okay. Warte, dann gehe ich auf die Endermänner. Weil Enderperlen wären, glaube ich, echt nice. Jo. Ja, ich habe sogar eine Enderperle, geil. Ja, ich habe noch hier irgendwo. Da ist er. Hab ihn. Und ich habe auch eine Enderperle. Oh, nice. Perfekt. Oh, diese Geräusche sind so eklig, ne? Dann lass doch eh gleich hier. Die nerven einfach so tierisch, ne? Die machen mich auch immer... Die greifen einfach so richtig die Psyche an, finde ich. Ja, warte, komm mal her. Ich habe hier... Ohne Scheiß, ich glaube, ich hatte noch Holz bei mir. Nee, hatte ich nicht. So, guck mal. Ich habe jetzt da erstmal Gold und Eisen reingepackt. Okay, dann lass uns doch... Sollen wir da noch runter oder sollen wir drauf scheißen? Doch, ich würde gern Dias. Also da unten gibt's auf jeden Fall Dias. Okay. Ja, da waren wir eigentlich auf einem richtig guten Weg. Ja gut, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir gehen in ein Biom, wo wir Äpfel finden, damit wir uns schon mal Goldäpfel machen können. Ja, ich baue hier einfach die Bäume ab. Weil wir und hätten, hoffe, ja, Ding wir haben definitiv, ich glaube, wir haben definitiv das Zeug für 2 Goldäpfel für uns. Ich habe, ich habe 9 oder 8. Hast du eine Workbench? Oder ja, 2 Stück. Warte, nee, ich habe 2 Stück. Dann platziere ich hier mal irgendwo. Übrigens, unser Männchen ist echt cool geworden, oder? Welches Männchen? Beim Let's Battle. 60 Sekunden noch. Welches Männchen? Du meintest, Yannick hat so in der einen Folge gefragt, so, was ist denn das? Und du meintest, ja, das ist das Männchen, was die gebastelt haben. Ach so, ja. Was, ja, klar. Das kommt ja nur von euch. So, bevor wir gleich gekickt werden, sollten wir vielleicht alles wieder mit einsammeln, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Na, die Öfen jetzt. Wow.
Komm, schnell, bevor du... Weil es geht doch, wir werden in 60 Sekunden gekickt, sammeln es schnell auf. Die Workbench, ja, die können wir eigentlich stehen lassen. Wobei, dann weiß jemand, dass wir in der Nähe sind, ne? So, dann weiß jemand auf jeden Fall, dass hier jemand war. Mit. So. Ja, das weiß man sowieso. Ich nehme jetzt die restlichen 30 Sekunden noch Holz mit und dann war's das. Aber das kann ja, wer weiß wann gewesen sein. Trotzdem. Mhm. No, lieber nichts riskieren, ne? Wir wollen ja hier gewinnen, ne? Gegen Versus LP und so. 10 Sekunden. Warte, hast du Leder bei dir? Leder auf jeden Fall mitnehmen. 4 Stück hatte ich. Nee, 4 habe ich weggeschmissen. Dann, okay, ich hab 13 Leder, das passt. Okay, pass auf, dann lass uns, wenn wir jetzt an der Oberfläche sind, das nächste Mal gerade noch schnell Sugarcane suchen, damit wir uns, wenn wir unten Diamanten finden, gleich einen Enchanter machen, okay? Okay, aber dann war's okay. Mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.